aus einer historischen Perspektive. Anja Drefal hat Geschichte, amerikanische Studien, Japanologie studiert in Berlin, Tokio, Graz und Wien. Wenn man sie fragt, dann eigentlich überall. Es ist ihr dritter Vortrag auf einem Chaos Communication Kongress. Sie war hier vor 3 Jahren und vor 2 Jahren. Und wir sind froh, Sie wieder zurück zu haben. Bitte willkommen, bitte heißt Sie willkommen. Thank you. Vielen Dank. That's good. Okay, I would have taken that screwdriver, ich hätte den Screwdriver genommen, aber zu schlimm, zu dumm. Vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Das ist der dritte Tag. Und ich habe eine gute Zeit hier. I'm having a good time here. Es ist ein guter Kongress. Dieses Jahr war es unglücklicherweise schwierig für manche Leute hier zu sein. Es war ein ziemliches Albtraum, Tickets zu kriegen. Ich möchte auch alle Leute willkommen heißen, die diesen Vortrag von woanders hören. Vielen Dank fürs Zusehen. Jeder, der das von woanders sieht, jeder, der das von seinem Smartphone sieht, hat tatsächlich Spread-Spektrum-Technologie benutzt in dieser Tage. Das ist nicht ein Talk über Spread-Spektrum-Technologie. Oh, Spread-Spektrum-Technologie ist Bandspreizverfahren. Okay, ich wird mir gerade gesagt. Das ist nicht, worüber ich reden möchte, das Bandspreizverfahren, weil ich nicht behaupten will, ein Elektroingenieur zu sein oder ein Informatiker, der qualifiziert ist, die diese sehr komplexe Technologie erklären kann. Was ich möchte, ist euch erzählen, eine Geschichte erzählen, einen 20-minütigen Überblick über eine Person, eine bemerkenswerte Person, that's Hedley Lamarr, dammit, vor 75 Jahren die Bandspreiztechnologie entwickelt hat und die vor kurzem noch nicht anerkannt worden ist für ihre Leistungen. Sagen wir mal, du bist ein Elektroingenieur oder ein Informatiker und du möchtest über diese Technologie lernen. Ich versuche es zu sagen, Bandspreiztechnologie. Also geh zu deiner Bücherei und du wirst viele, viele dicke Handbücher finden. Handbücher über Bandspreiztechnologie, Spread Spectrum Communication. Und da kriegst du normalerweise eine Einführung. Mit sowas wie dem hier, das ist eine Liste von Entwicklungen. Also macht nichts, wenn ihr das jetzt nicht lesen könnt. Ich habe die Folien hochgeladen, die könnt ihr später angucken. Das ist aus einem österreichischen Handbuch. Und das ist natürlich, es erwähnt Claude Shannon in 1948, der die mathematische Theorie der Nachrichtenübertragung publiziert hat. Und vor dem, in 1942, Markey und Antheil patentieren das erste Signalspektrumsystem. Das ist US-Patent 2072-37. Wer sind Markey und Antheil? Das sind wahrscheinlich irgendwelche Eggheads bei MIT, die fürs Militär arbeiten. 1942, die eine Geheimwaffe entwickeln. Könnte ja sein. Also, das, meine Damen und Herren, ist Markey. Hedwig Kiesler. Das ist Hedwig Kiesler, geboren 1914 in Wien. Sie war ein schönes Kind. Sie war 16, als sie die Schule verlassen hat und Schauspielerin worden sein wollte. Sie ist an den Sascha-Filmstudios in Wien abgehangen. Sie ist Max Reinhardt hinterhergestiegen, bis er sie gecastet hat in Das schwache Geschlecht, The Weaker Sex. Sie hat Sissy gespielt.
opposite Heinz Rühmann. Sie hat gegenüber Heinz Rühmann gespielt. It was Max Reinhardt who, und Max Reinhardt hat gesagt, Hedy Kiessler ist die schönste Frau der Welt. Und die Presse ist darauf angesprungen, sehr schnell. Als sie 18 war, hat sie etwas sehr Gewagtes gemacht. Sie hat in einem tschechischen Film namens Ecstasy, Ekstase, mitgespielt. Not safe for work. Da war volle frontale Nacktheit. Full frontal nudity. Und sie hat den ersten Orgasmus gefälscht auf dem Bildschirm. Der Film wurde verboten. Der Papst hat das für skandalös erklärt und Hedy wurde berühmt. Nach Ekstase hat Hedy aufgehört, Schau zu spielen, und sie hat diesen Menschen hier geheiratet. Sie wurde die Trophäenfrau von Fritz Mandl. Es war damals der drittreichste Mann in Austria, in Österreich. Er war also ein Besitzer von einer Munitionsfabrik, ein Austrofaschist, und er hat Waffen an eine ganze Menge merkwürdiger Gestalten geliefert. His beautiful young trophy wife, she was supposed to be there at parties, at meetings with important als sein Spatzel, Mausel, Anhang, sollte sie da Trophäenfrau sein bei seinen Verhandlungen mit Waffenhändlern und anderen und einfach nur schön sein. Aber sie hat auch zugehört, als diese Menschen über Gleitbomben geredet haben, über Test und Entwicklung von Gleitbomben, und sie hat zugehört und sie hat sich ihren Teil gedacht. Nach einigen Jahren, aus irgendwelchen Gründen, war Mandl ziemlich kontrollierend und eifersüchtig. Aus einem oder anderen Grund hat Hedy ihn verlassen und hat ihren Ekstase-Ruhm benutzt, um in die USA zu gehen und einen Vertrag mit MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, in 1937 zu bekommen. Der erste Film in US war Algiers. And this film established und dieser Film hat ihren Ruhm etabliert und ihren neuen Look etablieren, ihre Frisur, dieses nicht distanzierte, nicht lächelnde Image von ihr, das MGM in Sinn hatte, und sie haben sie auch als die schönste Frau der Welt promotet. Kritiker haben gesagt, dass sie nicht schauspielen konnte, aber es ging darum, also die ist so schön, das spielt überhaupt keine Rolle. Sie war aber wirklich nicht nur schön, sie war auch total gelangweilt mit Schauspielern, weil normalerweise, wenn man für ein Studio arbeitet, macht man 2 Filme im Jahr und das dauert ein paar Wochen und den Rest der Zeit gab es noch kein Netflix, also war es langweilig. Sie mochte das Party nicht so, sie hat gelesen, sie hat gemalt und sie hat immer kleine Sachen daheim entwickelt. Und sie hat sich auch Sorgen gemacht, natürlich, zu dieser Zeit. Sie hat sich Sorgen gemacht über den Krieg in Europa. Sie war eine Migrantin. Sie hat Freunde und Familie, die immer noch in Europa waren. Und das sind einfach ein paar Bilder, zum Beispiel Clark Gable und Jimmy Stewart. Und dann war sie Delilah in Samson und Delilah in Technicolor. Sie hat sich also Sorgen gemacht. Und das ist also ein lustiger Tweet. Das Gefühl, wenn du 3000% genug hast von diesen Glamour-Shoots und ein Radiosystem für Torpedos entwickeln willst. Das hat sie dann gemacht, weil sie hat sich erinnert, was sie da aufgenommen hat. Sie wusste von radiogesteuerten deutschen Bomben. Sie wusste, dass Deutschen 18 verschiedene Frequenzen für ihre Gleitbomben nehmen und 18 Bomben gleichzeitig abwerfen, damit der Feind alle 18 Frequenzen stören muss und dann mindestens eine Bombe durchkam.
zumindest in 1940, als Deutschland englische Schiffe versenkt hat, im September 1940 wurden 77 Kinder, die nach Kanada evakuiert wurden, sind gestorben. Und da hat Hedley Lamarr dann ihre Kenntnisse der Navy angeboten, der Marine angeboten. Sie hatte nämlich eine Idee. Diese deutschen Gleitbomben waren funkferngesteuert. Und warum nicht das mit auch Torpedos machen, um die funkfern zu steuern, um die einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Ziel treffen, zu erhöhen? Ihre zweite Idee war, wirklich kurze Signale, Bruchteile einer Sekunde lang, Funksignale zwischen dem Schiff Torpedo und einem Flugzeug oben drüber zu senden, zwischen längeren Intervallen von Radiostille, von Funkstille. Und dann war ihre Idee, die Frequenz dieser Sekundenbruchteilsignale zu ändern, damit es schwieriger wird, sie zu unterbrechen und zu stören. Sie hat gesagt, benutzt viele hüpft zwischen vielen Frequenzen hin und her. Das hat sie dann Frequency Hopping, also Frequenzhüpfen genannt. Und dann ist die Frage, wie macht man sowas? Und das ist, wo der zweite Name, der erwähnt ist im Patent, reinkommt. Das ist George Antheil. George Antheil war von New Jersey. 1920, in den 1920er Jahren ist er nach Berlin und Paris gereist und war berühmt als Avantgarde-Komponist und Pianist. Seine berühmteste Komposition war das Ballet Malacanique in 1924, als er versucht hat, 16 Klaviere zu synchronisieren und auch Flugzeugpropeller und Sirenen benutzt hat. Das kann man auch auf dem Internet anschauen und anhören. Das ist ziemlich verrückt und das war also ein Kino, eine Filmmusik. Also er wusste, wie man mechanische Instrumente synchronisiert, als er Hedley Lamarr in 1940 auf einer von den Hollywood-Partys getroffen hat. Sie haben dann zusammengearbeitet in einem geheimen Kommunikationssystem, das sie dann dem Nationalen Erfinderkongress präsentiert haben. Die große ist Hedy, rechts ist George Antheil. Die Frau in dem gestreiften Kleid ist Georges Frau. Ihre geheime Kommunikationsmethoden benutzte 88 Frequenzen, weil es 88 Tasten auf dem Klavier gibt. Das war ein kleiner Inside-Joke. Und dann zwischen den Frequenzen wird hin und her gehüpft, zwischen dem Sender und dem Empfänger. Und zusätzlich auch noch zufällige Signale auf drei extra Frequenzen, damit es noch zusätzliche Inferenz gibt. Man hüpft also zwischen den Frequenzen, man sendet ein Signal dorthin, ein Signal dahin und dann sendet man auch noch Zufallssignale, die gar nichts bedeuten. Und falls der Feind das abfangen kann, und das wäre dann für den Feind dann nur ein Blip und würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Was ich jetzt kurz reden möchte, ist das hier. Das ist das, was sie überlegt haben, passieren könnte. Hier ist ein amerikanisches Schiff, das ein Torpedo abschießt, das ist 12. Das Übliche, das normalerweise nach 19C gehen würde, und das geht nicht an einer geraden Linie, sondern es versucht auszuweichen. Und es gibt ein Flugzeug, das Nummer 18, das dem Schiff sagt, dass das Torpedo seinen Kurs ändern muss. Und das Schiff teilt dem Torpedo mit, nach links, rechts auszuweichen, bis es dann im Ziel ankommt. Zur Synchronisierung zwischen dem Sender und Empfänger haben sie vorgeschlagen, diese Papierstreifen zu nehmen, wie in mechanischen Klavieren, die damals mit dem Antheil herumgespielt hat, mit denen er sehr bekannt war. Hier ist die das Notizbuch, das sie benutzt haben, um den Mechanismus zu beschreiben, dass der die Frequenz
der Sender und Empfänger in Synchron die Frequenz ändern lassen sollte. Die New York Times hat das aufgenommen und hat, wie sie gesagt, der nationale Erfinderkongress war ziemlich positiv dem gegenüber eingestellt. Die haben das ziemlich gemocht. Und sie haben vorgeschlagen, das zu patentieren. Das Patent ist auch anerkannt worden vom US-Patentamt, aber die Marine hat das abgelehnt. Die haben gesagt, das sei zu sperrig, zu groß, das können wir nicht bauen. Aber die Frage ist, warum? Die Marine hat gesagt, weil sie diese Papierstreifen wie in einem Klavier benutzen wollten. Wir können doch kein Klavier in ein Torpedo tun. Das ist verrückt, das geht nicht. Es wäre natürlich viel kleiner gewesen. Dann war natürlich die Sache, dass eine Hollywood-Star, die für ihr schönes Gesicht und ein verrückter Komponist dass so eine Schönheit und ein verrückter Komponist eine Waffensystem entwickeln, sei ja irgendwie verrückt. Das Timing war auch schlecht. Nach Pearl Harbor war die Marine total schockiert und sehr, sehr beschäftigt, ihre existierenden Torpedosysteme weiterzuentwickeln. Weil zu der Zeit waren es ungefähr 60% der Torpedos Blindgänger. Die sind entweder überhaupt nicht explodiert oder falsch oder in die falsche Richtung. Und die Marine musste irgendwie sich konzentrieren. Wir müssen das jetzt reparieren, zu was Neuem haben wir gar nicht die Zeit. Und etwas, worüber ich nachgedacht habe, ist, dass Hedy zu dieser Zeit immer noch eine feindliche Ausländerin war. Sie hatte noch keine Bürgerschaft. Sie war bis 1953 keine amerikanische Staatsbürgerschaft. Da war immer die Frage nach der Loyalität. Stattdessen wurde angedeutet, dass sie eher dem Krieg helfen sollte, um Kriegsanleihen zu verkaufen. Und das hat sie tatsächlich sehr erfolgreich getan. Sie hat 7 Millionen Dollar in Kriegsanleihen in einem Tag verkauft, in heutigem Geld etwa 100 Millionen Dollar. Außerdem servierte sie Kuchen in einer berühmten Hollywood-Kantine. Aber ihr Patent schien dann vergessen worden zu sein. Es lief dann aus im Jahr 1959. Sie hat niemals irgendetwas davon erhalten, keinen finanziellen Nutzen davon gehabt. Aber es gab tatsächlich geheime militärische Forschungen auf diesem Thema in den 40er bis 70er Jahren. Das war also geheim gehaltene, klassifizierte Forschung. Und die erste Spectrum-Technologie wurde dann 1962 während der Kuba-Krise benutzt. Ein System, das sich Blade nannte, wurde installiert in Schiffen in der Karibik und später auch im Mittelmeer. Und dieses System mit Frequenzsprüngen, Spread Spectrum, das war das Einzige, was nicht durch Störsender gestört werden konnte. Und dann gab es auf der Bundesebene Benutzung sehr, sehr viel später, in den 70er, 80er Jahren, als die Bundeskommunikationskommission, die Regulierungsbehörde, die Benutzung von Frequenzen ermöglichte für zivile Zwecke, verschiedenen Frequenzen, also im Bereich Mikrowellen, Mobiltelefone, Bluetooth, Wi-Fi und so weiter. Da begann tatsächlich diese Technik auch im Zivilsektor genutzt zu werden. In den frühen 90er Jahren hat David Hughes, ein Internetpionier, Hedy Lamarrs Patent entdeckt und hat dann eine Kampagne gestartet, um ihre Anerkennung zukommen zu lassen als Erfinderin. Er sorgte dafür, dass sie für den Pionierpreis 1997 der Electronic Frontier Foundation nominiert wurde. Sie bekam ihn 1997. Damals war sie 82 und verließ nicht mehr das Haus. Ihr Sohn ging dorthin oder nahm teil und nahm den Preis an ihrer Stelle entgegen und sagte, dass sie sehr glücklich darüber war, endlich etwas Anerkennung zu bekommen. In den letzten 10 Jahren, insbesondere in Österreich,
hat es endlich mehr Anerkennung gegeben für Haiti. Es gab eine Ausstellung landesweit. Die Österreichische Republik hat dann den Haiti Lamar Preis für Errungenschaften in Technik ausgerufen. Es würde eine Straße nach ihr benannt, der Haiti Lamar Weg, und der 9. November, ihr Geburtstag, wurde der Erfindertag, und sie wurde auch in eine Hall of Fame eingeführt in den USA vor 10 Jahren. Ich habe versucht, nur 20 Minuten zu reden, um euch einen Überblick zu geben über diese, wie ich denke, bemerkenswerte Person, die sehr viel mehr Anerkennung erhalten sollte, als sie bekommen hat. Ich denke, ich war ein bisschen schneller sogar, das ist gut. Und ich hoffe, dass ich vielleicht in der Lage war, ein bisschen Interesse in euch anzufachen, an dieser Person, und vielleicht Menschen inspirieren konnte, über sie nachzulesen, Filme von ihr anzuschauen. Leider wurde sie so gut wie vergessen. Ihre Karriere war groß, aber sehr kurz. Und dann lebte sie noch jahrzehntelang weiter, vergessen. Ihre Erfindungen wurden ebenso vergessen. Ich hoffe deshalb, dass ihr vielleicht einige Quellen anschauen wollt, einige Filme anschauen wollt. Ihr könnt mich kontaktieren. Ich habe einige wirklich gute Bücher, die ich gelesen habe über sie. Die würde ich empfehlen. Und das wäre gut. Das würde mich sehr glücklich machen, denn über Haiti zu forschen hat mir Spaß gemacht, und man bekommt eine Art Beziehung zu einer solchen Person. Ich mag sie. Sie galt als eine schwierige Persönlichkeit, als Frau, als Schauspielerin. Aber ich denke, man hielt sie für schwierig, weil sie Dinge tat, die jeder Mann hätte tun können, und hätte dann gesagt, ja, ein starker Typ, der weiß, was er will. Sie macht einfach Dinge auf ihre eigene Weise. Sie kam allein nach Amerika, hat ihren Weg gemacht, und sie war im Wesentlichen ein Flüchtling, hatte zwar einen Vertrag, aber konnte nicht zurückgehen. Österreich war weg, es gab Krieg, sie hat Österreich immer vermisst, und sie musste ihren Weg machen und kämpfen für ihren Platz. Und sie hat versucht, Glück zu finden, leider ist das ihr nicht richtig gelungen. Und so, um zu schließen, bevor wir einige Minuten für Fragen haben, hoffentlich, würde ich euch bitten, einen Applaus zu geben für Haiti. That's Haiti Lamar, damn it. Thanks a lot, Anya, for this, vielen Dank, Anja, very nice talk. Für diesen sehr schönen Talk. Wir haben einige Minuten für Fragen und Antworten, wenn du etwas sagen willst, geh zum Mikrofon. There's something going on online, I think. Okay. Yes, thank you. Okay, would like to know, danke. Ich würde gerne wissen, gibt es irgendwelche ähnlichen Geschichten, wo nicht technische oder Leute mit nicht technischem Hintergrund bei der Technik für die Technik so große Beiträge geleistet haben? Gibt es eine andere Haiti? I'm pretty sure there is. Ich bin mir ziemlich sicher. Kann jetzt kein Beispiel nennen direkt. Aber vielleicht kennt jemand ein Beispiel. Es gab so viele Beispiele, besonders Frauen, die übersehen worden sind für das, was sie getan haben, so wie sie. Ich kann keine Beispiele finden, nein. Also besonders Frauen. Es ist immer noch so schwer, leider, für Frauen Anerkennung zu bekommen in technischen Gebieten, nicht so, wie es ein Mann erhalten würde. Vor allem, wenn man so eine äußerliche Schönheit ist. Niemand denkt dann, dass hinter dem schönen Gesicht sich noch etwas verbirgt. Und wenn jemand ein Beispiel kennt, das wäre sehr schön. Ich denke, es gibt viele Menschen, die
eine andere Hedy sein können. Oder waren. Ich denke, die Frau am Mikrofon 2 nickte, aber du hast eine Frage, oder? Ja. Das hat meine Frage mehr oder weniger abgedeckt, aber ich wollte zunächst mal dir so sehr danken, dass du diesen Vortrag gehalten hast. Und um eine Art Antwort zu geben, eines, was wir daran bedenken könnten, ist nicht nur Frauen, sondern auch Frauen, naja, die wir immer noch den globalen Süden nennen, die eher noch fantastische Arbeit leisten und keine Anerkennung bekommen. Wir kommen zu Konferenzen und es ist oft nicht sehr viel Kommunikation mit Entwicklern in diesen Ländern und es ist deswegen sehr wahrscheinlich, dass dort unsere nächste Hedy Lamarr herkommen könnte. Nach dem Mittagsessen habe ich eine Frage, was kann irgendjemand hier tun, um dies vermeiden zu helfen? Wie können wir außerhalb des Rahmens denken und verdeckte Arbeiten finden und ja, die Sperre durchbrechen? Naja, indem wir den gedanklichen Rahmen verlassen, nicht nur Frauen unterstützen, aber von einem frühen Alter unterstützen. Nicht nur diese Geschlechtsstereotypen verwenden. Wir haben eine Frau, also ja, sie kann sich nicht für Technik interessieren. Sie sollte einfach offen sein und für alle Menschen, die Fragen stellen, die lernen möchten und das unterstützen. Es ist wirklich sehr schön, so viele junge Mädchen hier zu sehen. Vielen Dank. We have one more question online. Eine Online-Frage? Ja, danke. Kannst du ein bisschen sagen, was ihre formale Ausbildung war? Gab es irgendwas anderes außer der üblichen Schule? Ja, naja. Sie wurde 1914 geboren. Und als typisches Mädchen von ihrem Status, von einer wohlhabenden Familie, ihr Vater war ein Bankier, sie ging auf eine Mädchenschule, was das Übliche war. Und soweit ich das nachlesen konnte, hat ihr Vater sie unterstützt, ihr Lernen unterstützt, er hat ihr viel beigebracht, hat sie auf Wanderungen genommen, hat ihr gesagt, wie technische Apparate arbeiten. Er hat ihre Ausbildung sehr unterstützt. Aber ich denke auch, sie hatte die typische Ausbildung eines Mädchens ihres Alters und ihres Status. Als sie 16 war, war sie in einer Abschlussschule in der Schweiz und lief von dort weg, weil sie eine Schauspielerin werden wollte. Also ich denke, es war nicht so eine große Herausforderung für sie, was sie nicht so interessiert hat in dieser Schule. Und ich denke, dass Mädchen gelernt haben, eine gute Ehefrau zu sein. Genug zu wissen, um nicht zu langweilig zu sein für den zukünftigen Ehemann. Das war das Ziel der Mädchenausbildung. We got another question on mic one. Wir haben eine andere Frage auf Mikrofon 1. Ich würde euch gern für den Talk bedanken. Und ich würde gerne wissen, was hat dich dazu gebracht, Hedys Leben zu erforschen? Und wie bist du über diese Personalität gestoßen? Also die werden doch üblicherweise nicht anerkannt. Wie hast du sie gefunden? So, how did I find her? I found Wie habe ich sie gefunden? Ich habe sie letztes Jahr gefunden. Ich hatte bisher daher noch nie von ihr gehört, noch nie einen Film von ihr gesehen. Jemand auf Twitter, den ich verfolgt habe, hat einen Link gepostet über sie, einen Online-Artikel über ihre Erfindungen. Und ich habe das gelesen und ich gedacht, wow, das ist ja interessant. Wer ist das? Und dann habe ich angefangen, über sie nachzugoogeln und am Ende habe ich alle diese Bücher gekauft und gelesen und ihre Filme angeguckt und es freut mich wirklich, weil ich sie wirklich mag. Also Twitter. Da ist noch jemand auf Mikrofon 6. Okay, bitte frag. Ich bin mir nicht sicher, du hast gesagt, die Frau hinter Wi-Fi. Kannst du den Titel erklären und ihre Position und was aus ihrer Theorie geworden ist? Ja, ich habe den Titel gewählt, weil eine Menge Artikel
there's a lot of short mentions of sie nur kurz erwähnen und sie nur kurz online erwähnen und sie heben oft nur hervor, dass sie war eine der Pionierinnen dieser Technologie, die am Ende zum heutigen Wi-Fi und Bluetooth geführt haben. Still always this discussion. Und es gibt immer noch diese Diskussion, wenn jemand sagt, ja, sie hat Wi-Fi erfunden, das würde ich nicht sagen, weil sie das nicht getan hat, nicht allein. Sie war eine von vielen Pionieren, die an dieser Technologie gearbeitet haben in den vergangenen Jahrzehnten. Und es gibt immer noch einen frauenfeindlichen Backlash. People are always, it's so different. Die denken immer, das ist so unterschiedlich, Wi-Fi und Bandspreitentechnologie, Bandspreizungstechnologie. Sie hat das doch wirklich nicht alles gemacht und das war nicht so wichtig. Immer noch heute. Und es ist wichtig, denke ich, was sie getan hat. Sie war ihrer Zeit voraus. Sie hat über etwas nachgedacht, über das Wissenschaftler in dieser Zeit nicht erfassen konnten. Es war möglich, ihr Patent war durchaus machbar. Und um die Frage zu beantworten, es ist etwas provokativ, dieser Titel, mit Absicht. Um euch zum Nachdenken zu bringen, was sie tatsächlich gemacht hat. Das ist nicht so wenig, glaube ich. Ja, ich denke, auch unabhängig von einem provokativen Titel, weil das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Talk. Also noch einmal vielen Dank. Ja, und danke auch fürs Zuhören bei der deutschen Übersetzung.